jetzt diese Funktion hier mithilfe von Zeigern schreiben. Warum würde man das überhaupt tun? Diese Struktur Rechteck hier, wenn man mal guckt, wo war sie hier in Punkt H, diese Struktur Rechteck enthält zwei Punkte und einmal ein Material. Jeder von diesen beiden Punkten enthält zwei Doppelzahlen. Das heißt, hier habe ich zum Schluss in dieser Struktur Rechteck zwei Doppelzahlen, nochmal zwei Doppelzahlen und hier für das Material einen Integer. Diese Struktur Rechteck ist ziemlich groß. Wenn ich die durch die Gegend reiche, muss Speicherplatz dafür bereitgestellt werden. Und es kostet eben auch, die Struktur zu kopieren in den Speicherplatz, den man da durch die Gegend schiebt. Das wird man typischerweise vermeiden. Deshalb, wenn ich diese Funktion hier habe, möchte ich die eigentlich nicht so aufrufen, dass ich der Funktion jetzt kopiert diese Daten des Rechtecks gebe an dieser Stelle, sondern ich möchte der lieber einen Zeiger auf ein Rechteck geben. Das wäre jetzt der Job. Versuchen Sie das mal hinzukriegen. Hier kommt ein Zeiger auf ein Rechteck an. Ich werde die Funktion einfach mal kopieren, um sie nochmal neu zu schreiben. Diese Funktion, aber sie soll jetzt einen Zeiger auf ein Rechteck kriegen. Also Rechteck Sternchen R. Und sie muss ja natürlich in C einen anderen Namen haben. In C++ könnte sie denselben Namen behalten. Der Compiler wird es dann automatisch entscheiden. Kriegt er ein Rechteck oder kriegt er einen Zeiger auf ein Rechteck? In C muss sie einen anderen Namen haben. Ich schreibe mal berechne Masse Zeiger, um die auseinanderhalten zu können. Hier kommt jetzt ein Zeiger. Was muss ich an dieser Funktion ändern, damit das funktioniert mit einem Zeiger? Es kann sich ja nur da was ändern, wo die Variable R vorkommt. Was muss jetzt hier passieren? Hier hatte ich vorher eine Struktur in einer Variablen Rechteck und daraus möchte ich das Element M haben. Gerade gucken, Struktur mit der Variable hier, so sah die aus, diese Struktur. Darin gibt es ein Element, ein Attribut namens M. Jetzt ist R aber nicht mehr direkt die Struktur, R nicht mehr eine Variable, die eine Struktur enthält, sondern R ist eine Variable, die auf eine Struktur zeigt. Hier mit dem Sternchen. Was muss hier jetzt stattdessen also stehen? Ja, Möglichkeit 1. Die Variable mit einem Zeiger verhält sich wie ein Array. Sie können sagen, gib mir, was an der Stelle 0 steht. Was steht an der Stelle 0 an diesem Zeiger? Das ist jetzt ein Rechteck. Das könnte man schreiben. Wäre korrekt, sehr wahrscheinlich aber eher gewöhnungsbedürftig aus, weil jetzt könnte man meinen, wie ein Array, gibt es noch weitere Einträge, gibt es auch R in eckigen Klammern 1, gibt es auch R in eckigen Klammern 2. Funktionieren wird es auf jeden Fall. Ich schreibe das schon mal dahinter. Oder dieses, oder dann gibt es noch ein paar andere. Was wäre vielleicht naheliegender als den nullten Eintrag? R zeigt als Zeiger nun irgendwo in den Speicher rein. Das sollte ich deshalb das auch nicht R nennen, sondern was mal PR, hier unten PR, von wegen Pointer. PR zeigt irgendwo in den Speicher, gibt mir, was an dieser Stelle als vorderstes Element eines Arrays stehen würde. Das ist also dann ein Rechteck, davon kann ich M abfragen. Wie ginge das etwas direkter? Das magische Zeichen ist das Sternchen hier. Sie sehen, wie das da steht schon. Rechteck, Sternchen, PR. PR ist der Zeiger. Das Sternchen macht den Zeiger zum Rechteck. Das ist hier natürlich bei dieser Schreibweise nur symbolisch gemeint. Aber wenn ich jetzt wirklich aus dem Zeiger das Rechteck machen will, das echte Ding machen will, Sternchen, PR ist das echte Ding. Und das echte Ding kann ich nun fragen, Sie sehen das, wie das hier jetzt schon souffliert, nach seinem Element M, nach seinem Attribut M. So könnte es auch funktionieren. Dieses hier mit dem Sternchen, Klammern und Punkt, das sieht alles ein bisschen aufwendig aus. Es gibt noch eine etwas kürzere Schreibweise, PR. Und davon, Sie sehen, auch hier souffliert er jetzt M. So könnte man das schreiben. PR ist ein Zeiger auf eine Struktur. Dann kann ich schreiben,
minus größer, also wie ein Pfeil, minus größer wie ein Pfeil, davon gibt mir m. Das heißt, dasselbe wie dieses hier hinten sieht nur etwas eleganter aus. Ist auch etwas eleganter zu schreiben. Das wird man typischerweise schreiben. Der Zeiger auf meine Struktur, der steht in PR und daraus gibt mir nun mal, aus dem Ding, auf das das zeigt, gibt mir den Eintrag M. So, hier unten, was können Sie da tun? Ich habe jetzt ganz dreist statt R für das Rechteck PR für den Zeiger auf ein Rechteck eingetragen. Was können Sie da unten tun? Genau, das wäre die geradlinige Lösung. Sternchen PR, mache aus dem Zeiger wieder das echte Ding und dann wird das echte Ding jetzt an diese Funktion übergeben. Mal machen, Project Make. Number of errors ist 0. Das nimmt er tatsächlich so. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen unsinnig, weil ich aus dem Zeiger, dem schlanken Zeiger, der Adresse im Speicher, wieder das komplette Ding mache und es dann dieser Funktion gebe. Das wäre nicht klug. Es wäre sinnvoller, eine Funktion berechnen, eine Fläche zu haben, die auch Zeiger nimmt. Die baue ich auch nochmal gerade. Ja, wo ist die berechne Fläche, berechne Masse, berechne Fläche? Da ist die Funktion berechne Fläche. Da baue ich nochmal eine Variante, die einen Zeiger haben will. Und die kriegt natürlich auch wieder Sternchen. Ich nenne das mal PR, damit es klar ist. Wenn ich jetzt hier PR, 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 PR schreiben würde, wäre es natürlich wieder falsch. Was muss ich da schreiben? Hier sind eben drei Möglichkeiten wie eben. Sie können schreiben Sternchen PR, dann ist es wieder das echte Ding. Und dann sehen Sie, ah, da fängt er an zu soufflieren. Oder Sie schreiben PR von 0. Sie tun so, als ob da ein Array anfängt. Punkt. Sie sehen, ah, kann er auch verstehen. Oder das Übliche wäre, mit minus größer so ein Pfeil zu bauen. Und dann versteht das auch. So, so würde ich das schreiben mit dem Pfeil. Aus dem Zeiger macht mir das echte Ding A und B. Und dann geht das so weiter. So könnte das auch funktionieren. Damit hätten wir jetzt eine Variante von dieser Funktion, die mit Zeigern funktioniert. Ich sollte die jetzt auch in der Header-Datei, oder beide Varianten sollte ich in der Header-Datei mal erklären hier. Also berechne Fläche, hatte ich einmal so und ich hatte einmal berechne Fläche Zeiger mit einem Zeiger. Und bei der berechne Masse dasselbe, berechne Masse hier mit einem Zeiger und sie hieß berechne Masse Zeiger. Wenn ich noch einmal wieder Aufruf jetzt aussehe, Double M berechne Masse, okay. Und jetzt will ich dasselbe nochmal machen, M berechne Masse Zeiger. Das wird jetzt nicht so funktionieren. Was muss in dieser Zeile stehen, damit es funktioniert? Das Kaufmanns und, das muss ich dann doch nochmal sagen. Also, mit dem, wo bin ich hier, mit dem Sternchen machen Sie den Zeiger zu dem echten Objekt, sozusagen. Das macht das Sternchen. Und was ich hier brauche, ist jetzt das Umgekehrte. Ich muss das echte Objekt zum Zeiger machen. Wo steht dieses Objekt? Gib mir die Adresse von diesem Objekt. Das macht das Kaufmanns und. Also das Kaufmanns-Und sehen Sie einmal als das logische und Sie sehen es in dieser Form als den Operator, der sagt, gib mir die Adresse von dem, was dahinter steht. Nebenbei, das Sternchen hat ja auch mehrere Bedeutungen. Nicht? Das Sternchen finden Sie einmal so, mach mir den Zeiger zum echten Objekt und das Sternchen finden Sie natürlich auch als Multiplikationszeichen. Das wird mehrfach verwendet. Wo war ich hier? Main, da. Okay, also aus dem B macht mir die Adresse. Vielleicht führe ich die beiden nochmal vor, dass man den Unterschied einmal sehen kann. Einmal die alte Funktion, der ich das gesamte Rechteck gebe, die Daten des gesamten Rechtecks in Kopie gebe. Da gehe ich mal rein. Ah, da unten, da gehe ich mal rein. Das ist die alte Funktion. Die kriegt wirklich diese Daten hier in Kopie mit, als Rechteck R rein. Und jetzt zurück, jetzt kommt die neue Funktion, berechne Masse Zeiger.
Die neue Funktion kriegt einen Zeiger. Die Adresse im Speicher hier. Hexadezimal 09E4. Eine Adresse im Speicher. Das ist, was die neue Funktion kriegt. Und an dieser Adresse im Speicher, na, so, sagt er uns hier, an dieser Adresse im Speicher, sagt uns die Entwicklungsumgebung hier netterweise, steht ein Rechteck mit folgenden Daten. Was ich übergebe, ist aber nicht das gesamte Rechteck. Was ich übergebe, ist die Adresse, nur die Hausnummer. Das ist natürlich viel schlanker. Und hier die Entwicklungsumgebung weiß, was gemeint ist und kann uns direkt sagen, was denn an dieser Stelle im Speicher steht. Aber unser Programm reicht eigentlich nur die Hausnummer durch die Gegend, die Adresse hier, hexadezimal 09E4. Und damit wird dann weitergearbeitet. Das hat noch einen wesentlichen Effekt, auf den soll ich nochmal eingehen. Dieses Rechteck hier ist eine Kopie von meinem ursprünglichen Rechteck. Alle Daten einmal kopiert in diese Variable R. Dieser Zeiger hier, der zeigt auf mein ursprüngliches Rechteck. Es gibt kein zweites Rechteck im Speicher. Dieser Zeiger verweist auf das ursprüngliche Rechteck. Wenn ich hier jetzt ein Experiment veranstalte und sage, verstelle mir doch mal, auf was verstelle ich denn? PR, verstelle mir doch mal vom Punkt A die x-Koordinate, stelle die auf 42.0. Gucken wir mal gerade, was passiert. Das sollte ich hier auch mal bei meinem anderen machen. Die alte Funktion, Experiment. Ich stelle r.a.x auf 42.0. Also beide Funktionen sehen jetzt doch so ähnlich aus. Die klassische Funktion ohne Zeiger, bei der stelle ich von dem Punkt a die x-Koordinate auf 42. Und hier die Funktion mit dem Zeiger, bei der stelle ich die x-Koordinate vom Punkt A auf 42. Und jetzt gucke ich mir in der Funktion hier mal an, was passieren wird. Gehen wir bis zu dem Punkt da unten. Von meinem Rechteck will ich die Masse berechnen. Ich klappe B auf, ich klappe A auf. Meine Funktion verstellt die x-Koordinate auf 42. Was werde ich jetzt sehen, wenn ich in den nächsten Schritt reingehe? Einen Schritt weiter zur nächsten Zeile. Ich führe diese Funktion aus, die doch die x-Koordinate von a auf 42 stellt. Was werde ich sehen? Mit der Frage habe ich die Antwort ja schon gegeben. Ich gehe mal zum nächsten Schritt. Achten Sie auf die x-Koordinate. Die x-Koordinate ist 1,0. Wir kriegen eine sehr komische Masse raus. Aber die x-Koordinate ist 1,0, die ist 1,0 geblieben. Warum ist die x-Koordinate von meinem Rechteck 1,0 geblieben, obwohl ich doch hier gesagt habe, in der Funktion berechne Masse, die x-Koordinate des Punkts A soll 42 sein? Ich hatte es eben mehrfach gesagt, aber das geht eben unter. Diese Variable hier, die kommt in Kopie an. Wenn Sie normalerweise im C-Programm Variablen übergeben, hier die Anzahl, hier das Rechteck, dann kommen die in Kopie an. Von dem Originalrechteck, was ich angegeben hatte, hier dieses B, von diesem Originalrechteck kriege ich hier eine Kopie. Und was passiert nun? Ich habe in meinem Hauptprogramm, ich schreibe das mal so, main. In meinem Hauptprogramm habe ich eine Variable b und in der Variable b steckt ein Rechteck drin, ein Punkt und ein Material. Und ich habe mein Programm, in dem ich die Masse ausrechne, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, darin habe ich eine Variable r für ein Rechteck, da steht ein Punkt drin, da steht ein Punkt drin, da steht eine Masse drin. Und zu Beginn des Aufrufs dieser Funktion wird das hier da rein kopiert. Und dann stelle ich den x-Wert auf 42. Hier stelle ich den x-Wert auf 42. Und das heißt, dieser hier, der bleibt, wie er ist. Das ist der Witz. In der aufrufenden Funktion main habe ich ein Rechteck in der Variablen b. Das wird kopiert in meine Funktion, die da irgendwas ausrechnen soll.
In dieser kopierten Variante ändere ich die x-Koordinate, aber ich ändere sie nicht in meinem Originalprogramm sozusagen, bei dem Aufrufer. Hier bei dem Aufrufer steht immer noch der alte Wert drin, nicht 42. In meiner Funktion, da steht 42 drin im Folgenden. Deshalb kommt auch so ein komischer Wert für die Masse raus. Er rechnet jetzt hier mit dieser komischen x-Koordinate weiter und kriegt deshalb da unten ziemlich einen Unsinn raus. Aber was ich nicht geändert habe, ist das Rechteck. Hier das Original-Rechteck, dieses B, das ist nicht geändert worden, denn das ist nur in Kopie angekommen an dieser Stelle. Wenn ich jetzt hier Main, okay. Also, das ist die klassische Art, wie man arbeitet. Man übergibt Variablen als Wert, wie es so schön heißt, by value. Der Wert wird übergeben. In Kopie, eine Kopie des Wertes. Jetzt kommt das mit dem Zeiger. Ich übergebe die Hausnummer. Was wird nun passieren? Ja, das muss ich jetzt ändern. Ich führe es einmal vor. Da muss jetzt statt x 1,0, nachdem ich diesen grünen Schritt hier gemacht habe, mache ich jetzt 42 stehen. Ich sage meiner Funktion, wo b, das Rechteck, im Speicher steht und meine Funktion arbeitet auf diesem Rechteck im Speicher. Es gibt kein zweites. Das male ich nochmal auf. Also neue Situation jetzt. Ja, kriegen wir das auf einen Bildschirm. Neue Situation. Main und die Funktion, die aufgerufen wird. In der Main-Funktion gibt es mein Rechteck mit zwei Punkten und sein Material. In der aufgerufenen Funktion gibt es jetzt aber kein Rechteck, sondern nur einen Zeiger, PR, hatte ich den ja genannt. Es gibt nur einen Zeiger. Ich merke mir nur, wo das Originalrechteck steht. Und jetzt greife ich auf dieses PR zu oder über dieses PR greife ich auf das Rechteck zu. Da verstelle ich was auf 42, aber das ist im Original dann. Es gibt nur ein einziges Rechteck und das ist dieses hier. In meiner Funktion gibt es nur noch die Hausnummer sozusagen von dem Rechteck, die Adresse von diesem Rechteck. Es gibt im Speicher nur ein einziges Rechteck. Ich spare ja Speicher. Und in diesem einzigen Rechteck verstelle ich jetzt über den Zeiger die x-Koordinate. Deshalb ändert sich das. Das ist ein bisschen gefährlich. Das kann gewünscht sein. Auf diese Weise können Sie in Funktionen Sachen verstellen aus Ihrem Hauptprogramm. Das kann gewünscht sein, aber es kann aber auch ein übler Nebeneffekt sein, wenn Sie glauben, Sie dürften jetzt mit dieser Struktur machen, was Sie wollen. Ups, aber Sie haben gerade die Daten in Ihrem Hauptprogramm ruiniert auf diese Weise. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht nach hinten losgeht. Also, man spart sich das Kopieren. Ich muss nicht die Bits darüber kopieren und Bytes vor allen Dingen rüber kopieren. Ich brauche weniger Speicherplatz, weil ich kein Duplikat anlegen muss. Kann hilfreich sein, weil ich dann tatsächlich Sachen einstellen kann, verstellen kann aus anderen Funktionen, die mich aufgerufen haben. Aber kann natürlich nach hinten losgehen, wenn Sie Sachen wirklich verstellen auf diese Weise. Wenn Sie glauben, Sie haben eine eigene Kopie und dürften, glauben Sie, machen, was Sie wollen. Aber ups, nein, Sie haben keine eigene Kopie. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das geht mit Zeigern. In anderen Sprachen gibt es auch noch Referenzen, insbesondere in C++ gibt es Referenzen, da sieht das Ganze etwas eleganter aus. In C geht das dann so. Speicherbedarf für den Zeiger. Nebenbei Speicherbedarf, Sie sehen hier, ich bin mal wieder zu großzügig mit automatischen Variablen, aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Anderes Thema. Ich zeige nochmal den Speicherbedarf für den Zeiger, wenn ich bis da unten hingehe. Die echte Struktur hat eben ein Double und ein Double und noch ein Double und noch ein Double und hier noch das Material. Der Zeiger, wenn ich eins weitergehe und da mal reingehe, der Zeiger, das sehen Sie ja hier an der Hexadezimaldarstellung, der Zeiger hat auf diesem System 2 Byte. Auf dem 16-Bit-Rechner hat der Zeiger 2 Byte. Auf dem 32-Bit-Rechner hätte der Zeiger eben 4 Byte. Auf dem 64-Bit-Rechner hätte er 8 Byte. Diese 2 Byte, das ist, was er für den Zeiger speichert. 16 Bit. Das ist viel weniger als für die gesamte Datenstruktur. Also typischerweise sind die Zeiger viel kürzer als die gesamte Datenstruktur.